Die Mutterlinie von Annabelle lief an den Oldenburgischen Seen, von gleichen Sportpferden, die sich fast ausnahmslos durch Rittigkeit auszeichnen. Und das ist eben das, was auch ihn, diesen fünfjährigen Schacker, auszeichnet. Der quasi ein Dreiviertelbruder zu dem WM-Dritten Bretton Woods, der stammt ja von Johnson, hier ein direkter Jazz aus dieser Stute, die tatsächlich vom KWBN als die erfolgreichste Zugstute der letzten Jahre bezeichnet wird. Das ist natürlich auch eine Kombination, wenn man mal in die Weltrangliste der Weltzuchtföderation BBFSA schaut, dann ist Jazz auf Platz 1 und De Niro als erfolgreichster lebender deutscher Hengst auf Platz 6 dort gelistet. Also die Kombination zweier sicherer Grand Prix-Vererber. Oranzier, der dritte Generation, aus dem Rubinstein stammt, dem Hanerich-Stamm, dem Brandstamm. Also wirklich Leistungszucht auf den Punkt gebracht, dieser Schacker. Ich denke, jetzt hat dieser Fünfjährige hier auch so ein bisschen sich mit der Halle einverstanden, erklärt. Er fühlt sich wohl bei Ihnen. Sicher schon der Wechsel bei diesem 5-Jährigen. Er streicht seine Rittigkeit. Sehr gute Mechanik. Ja, nicht zufrieden gewechselt, ganz selbstverständlich. Dreijährige Erbenlohn durch den harten Selektionsprozess des KWBN gegangen. Schritt hier vom Frame weg, deutlich im Übertritt, am Rhythmus. Scarlett O'Hara aus diesem Unterstand war Bundesliga-Schmute, also die Wahrzeichen durch Sascha Petroschmute.